Ist es vielleicht nur ein zufälliges Rauschen oder handelt es sich tatsächlich um die Spuren eines schwarzen Lochs, das aus einem anderen Universum stammt? Ein internationales Forschungsteam ist sich sicher, den Geist eines schwarzen Lochs aufgespürt zu haben. Dieses könnte demnach aus einem anderen Universum stammen und schon längst verschwunden sein. What? Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two. Herzlich willkommen. Man kann es vielleicht mit manchen Sternen vergleichen, die wir zwar von der Erde aus sehen, die aber schon längst nicht mehr existieren. Ein Forschungsteam der Universität Warschau, der Oxford University und dem New York Maritime College will jetzt quasi den Geist eines schwarzen Lochs aufgespürt haben. Dieses muss nach Ansicht der Fachleute aus einem anderen Universum stammen und längst wieder verschwunden sein. Deswegen handelt es sich auch nur noch um den Geist des schwarzen Lochs. Gab es möglicherweise vor uns also bereits andere Universen, die ebenfalls wie unser Universum zahlreiche schwarze Löcher enthalten haben? Und ist es sogar möglich, Spuren dieser längst verschwundenen schwarzen Löcher aufzuspüren? Das Forschungsteam beruft sich bei dieser verblüffenden Hypothese auf die sogenannten Hawking Points, die das mysteriöse schwarze Loch als Spuren hinterlassen habe. Dabei soll es sich vereinfacht gesagt um Stellen handeln, an denen noch Überreste der Hawking-Strahlung vermutet werden. Stephen Hawking selbst hatte erkannt, dass die oft als Staubsauger bezeichneten schwarzen Löcher nicht nur Materie verschlucken. Bis dahin nahm die Fachwelt an, dass schwarzen Löchern nichts, einfach gar nichts entkommen kann. Doch der Physiker zeigte, dass die Strahlung aussenden und letztlich langsam verdampfen, bis sie dann irgendwann verschwunden sind. Heißt also, schwarze Löcher halten nicht bis in alle Ewigkeit. Und das waren tatsächlich nicht nur überraschende, sondern sogar revolutionäre Erkenntnisse. Diese Strahlung wurde dann einige Zeit später als Hawking-Strahlung bezeichnet. Die Fachleute, die den Geist des mysteriösen schwarzen Lochs aufgespürt haben wollen, gehen von den folgenden Annahmen aus. Sie sind der Ansicht, dass schwarze Löcher die Masse des Universums aufsaugen und Teilchen abgeben, die über keine Masse verfügen, sogenannte Gravitonen und Photonen. Diese masselosen Teilchen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und Raum und Zeit nicht wahrnehmen. Irgendwann besteht dieser Theorie zufolge das ganze Universum nur noch aus diesen speziellen Teilchen. Dann sei der Zeitpunkt gekommen, an dem ein neues Universum entsteht. Doch die Hawking-Strahlung sei in diesem neu gebildeten Universum als Überrest des alten Universums noch messbar. Dahinter steckt also die Annahme, dass die Hintergrundstrahlung eines zerfallenden Loches auch noch dann vorhanden ist, wenn ein Universum endet und ein neues Universum beginnt. Das Universum, aus dem das längst verschwundene schwarze Loch stammen soll, könnte nach Angaben deutlich älter sein als das Universum, in dem wir gerade leben. Die Fachleute spekulieren, dass es sich zudem auch noch anderweitig von unserer Universumversion unterscheiden könnte. Sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung führte die Fachleute auf ihre Spur. Diese Strahlung, in der Fachsprache auch als Cosmic Microwave Background, CMB, bezeichnet, existiert wohl schon seit dem Zeitpunkt kurz nach dem Urknall. Das schwarze Loch soll diese spezielle Strahlung hinterlassen haben. Ein Forscher, der an dieser Untersuchung beteiligt war, ist Roger Penrose. Er war ein wichtiger Mitarbeiter von Stephen Hawking und ist zudem ein Verfechter einer modifizierten Version des Urknalls. 2010 hat er die sogenannte Hypothese der konformen zyklischen Kosmologie aufgestellt. Demnach bedeutet das Ende des einen Universums den Beginn des nächsten Universums. Dabei hinterlassen schwarze Löcher ihre Spuren in den folgenden Universen. Penrose beschreibt seine Entdeckung folgendermaßen: Es ist nicht die Singularität des schwarzen Lochs oder sein tatsächlicher physischer Körper, sondern die gesamte Hawking-Strahlung des Lochs während seiner gesamten Geschichte. Demnach handelt es sich bei den nun entdeckten Spuren also gar nicht um ein schwarzes Loch an sich, sondern um sein Bestreben, über Milliarden Jahre hinweg die Energie in Form von Hawking-Strahlung an das Universum abzugeben. Das schwarze Loch hat sich dadurch Stück für Stück aufgelöst und dabei Spuren hinterlassen. Dabei entstanden ist eine Markierung, die den Tod des jeweiligen Universums übersteht und sich in der kosmischen Hintergrundstrahlung niederschlägt. Das Forschungsteam will seine Hypothese mit einer gefälschten Karte untermauern, die zufällig generierte Hintergrundstrahlung zeigt. Mit deren Hilfe haben die Experten und Expertinnen versucht, ähnliche Punkte im Universum zu reproduzieren. Doch diese zufälligen Daten bildeten das Phänomen nicht nach. Damit sehen die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Hypothese gestützt. Doch unter Experten und Expertinnen ist der aktuelle Aufsatz durchaus umstritten. Laut Kritikerinnen und Kritikern kann es nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass es sich stattdessen um eine zufällige Zerstreuung kosmischer Hintergrundstrahlung handelt. Wow!
kann ich da nur sagen, das ist extrem spannend. Hawking-Strahlung nachgewiesen. Hier gehe ich nochmal detailliert auf diese mysteriöse Strahlung ein. Anklicken, anschauen und Klicks um Science and Fiction abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen. Bis dann. Bleibt dran.